Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite. Und zwar, wir sind ja immer noch aktuell im Albtraum-Event und das geht auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Und ich habe bisher noch nicht ein einziges Albtraum-Lama geöffnet. Ich habe bisher echt gespart. Ich kann, ich glaube, 10 Stück insgesamt kann ich öffnen. So, dann haben wir hier noch eine Pinata und dann haben wir noch 16 Mini-Lamas. Die Mini-Lamas werde ich mir aber aufheben für irgendwann mal. Und das eine andere Lama auch. Das heißt, wir machen jetzt in dieser Folge, und das ist eine kleine Folge, ja, werden wir die 10 Albtraum-Lamas öffnen. So, eins kostet 5000, du hast 5000. Ja. Ich möchte bestätigen. Ich wollte gerade sagen, passiert ist gar nichts. Hallo, Herr Lama. Das allererste Albtraum-Lama. Ich weiß, ihr habt alle mal schon eins geöffnet. Ich habe sie mir alle aufgehoben und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Okay, ein seltener Soldat oder ein seltener Ninja. Es ist, glaube ich, eigentlich egal. Ich werde einfach meinen Soldaten öffnen. Also, Special Commando Banji. So, dann haben wir hier einen Überlebenden. Wandstacheln, Kupfer, was? Ach, Kreuzritter war das. Todesklinge Skorpion. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Todesklinge. Ich überlege. Ja, Kupfer Zweitakter. Das ist, glaube ich, die Eventschrot. Wir gucken uns aber alles gleich ganz in Ruhe an, was wir da alles so Schönes rausgezogen haben, ja. Machen wir gleich. So, der Drachenscorch. Gut, den haben wir ja schon. Sarah Hotep. Die habe ich aber auch schon. Ich weiß, dass es auch ein Event hält, aber habe ich schon. Die hatte ich mir, glaube ich, aus die Geburtstagslamas gezogen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wieder ein Überlebender. So, was haben wir denn da? Irgendwas Episches zum Auswählen. Die Achsenaxt. Ja, na, Kupfer, Kurbelschuss. Warte mal, Kurbelschuss, das ist auch eins von diesen neuen. So, die Axt. Es gibt keinen Helden, der auf Äxte quasi spezialisiert ist. Darum würde ich einfach mal die Kurbelschuss nehmen. Kommt aber diese Auswahl nochmal, nehme ich die Axt. Ja, um einfach nur alles zu haben, um alles mal zu sammeln. Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler und jetzt haben wir einen epischen Zermalmer bekommen. Holzfäller! Adios! Adios! Ich gönne mir kurz einen Schluck Kaffee. Was haben wir denn hier? So, Soldat oder Konstrukteur? Nehmen wir mal einfach mal Konstrukteur. Energiebasis Nux. Okay, den haben wir auch schon. Schurke-Meisterin Sarah. Sehr nice. Cool. Die habe ich nämlich noch gar nicht. Trooper Johnsy Skull. Okay. Den haben wir schon. Ich glaube, den habe ich aber in Episch bisher gehabt. Den habe ich jetzt auch in Legendär. Das war geil. Okay, noch nichts Besonderes bisher. Wird ein spezielles Johnsy. Haben wir auch schon. Oh, den Kupferdrifter. Und wieder einen Überlebenden. Einen Legendären. Es gibt hier sehr viele Überlebende. Das ist echt nice, weil die kann ich zurzeit echt gut gebrauchen. Da kann ich auch gleich nochmal zeigen, warum ich so viele Überlebende gerade zurzeit gebrauchen kann. Ja. Ja. Kratz. Doktorin. Kratz Doktorin. Keine Ahnung, wie das jetzt ausgesprochen wird. Oh ja. Komm schon, irgendwas richtig Schönes will ich noch haben. Schock-Spezialist AC, den haben wir schon. Kupferschwan, okay, sehr nice. Mal gucken, wie die nachher, wie die ganzen Perks so gefallen sind. Was man dann eventuell behalten kann und was nicht. Weil ich denke mal, das ein oder andere Albtraum-Lama werden wir definitiv noch haben. Das Großschwert, okay. Toter Marine-Soldat. Ne, Ramirez. Okay, die haben wir aber auch schon. Vorsicht, Unkraut. Ja. So, wir müssen nachher unbedingt mal aussortieren, ja? Was wir schon haben, was nicht haben. Okay, wir haben jetzt schon 77 erhaltene Karten. Komm, die 100 kriegen wir doch bestimmt voll, oder? Hazard der 13. Yay! Das ist eine Gitarre, das ist keine Axt, mein kleines Lama. Das bin ich!
So, den Driver haben wir wieder bekommen. Ne, den Drifter nicht, den Driver. Okay, das waren die 10. Okay, 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 okay. Ich gehe erstmal ganz kurz zurück. Und jetzt gucken wir mal. Wir gucken einmal bei Verteidiger. Wir machen einmal das. Die können alle Wann weg. Die werde ich auch alle mal wiederverwerten. Und zack, alle weg damit. So, dann gucken wir mal ganz kurz bei den Überlebenden rein. Feinhaltbarkeit ist jetzt nicht ganz so ideal. Okay. Feinschaden, das ist ganz nice. Ja. Oh, sehr viele mit Fähigkeitsschaden. Das ist sehr gut. Das zeige ich euch auch gleich nochmal, warum ich die gerne haben möchte. Okay, die blauen und grünen, die können sowieso alle weg. Guck mal, können wir sogar noch in der Sammlung checken. Wir können mal ganz kurz gucken, was noch in der Sammlung kann und was nicht. Die grauen können sogar noch rein. Oh! Oh! Sammelalbum, wow. War nicht auf dem Sammelalbum. Okay, alles klar. Gut, pass mal auf, die grauen und die grünen werden wir schon mal alle aussortieren. Er kann auf jeden Fall ins Sammelalbum. Er kann definitiv ins Sammelalbum. Die Hexe hat Leben, die kann auch ins Sammelalbum. Brauche ich nicht. Ich suche gerade nach einer ganz anderen Fähigkeit. Oh, Sektion Cosplayer. Cool. Dadurch haben wir nochmal eine Hexe bekommen. Yay. So, die sind alle Standard. Okay, ich suche gerade Fähigkeitsschaden. Das heißt, die ganzen blauen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die epischen werde ich mal alle behalten. Gerade die mit Fähigkeitsschaden. Also hier das hier, ja. Dieses Zeichen hier, dieser Schraubenschlüssel mit dieser, ja, Energieflamme, würde ich mal so fast behaupten. Ihn kann man auch in eine Sammlung schmeißen. So, jetzt aber Sammelalbum, oder? Ah ne, Cosplay wieder, Sammelbelohnung. Oh! Ist auch sehr nice. Okay, ich glaube, die haben wir schon alle. Die werden wir alle mal behalten. Und zwar, ich guck mal ganz kurz bei euren Einheiten. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Oh, ich habe da gerade was fertig. Oh, da kommt gerade ein Nieserchen. Ich muss mal ganz kurz die Kamera ausmachen. So, wieder da. Ich musste gerade mal niesen. Und zwar, ich gucke ja immer, dass die Anführer passen und die ganzen Einheiten dazu passen. Ja, was jetzt hier gerade der Fall ist, außer jetzt bei den einen hier. Ich habe auch noch blaue drin. Ja. Ich habe auch noch blaue drin, weil mir geht es noch nicht mal darum, alles auf legendär und auf mystisch zu haben, sondern dass das hier passt. Ja, hier, ich glaube, noch zwei Stück, die überhaupt noch gar nicht passen. Aber dafür passen halt die, wie nennt man das? Ist das die Charakterzüge? Ne, die Charakterzüge sind es nicht. Es ist der Bonus, ja? Es ist der Bonus. So, und da will ich auf jeden Fall noch was ändern. Und wenn ich das insgesamt angucke, was ich hier habe, ich habe 15% Grundschaden, ich habe 20 Schildreck, also Regeneration, 25 Kondition, das hier oben gefällt mir schon mal ganz gut. Feinhaltbarkeit würde ich gerne noch ein bisschen austauschen, eventuell für Kondition oder Schild, oder eventuell das. Ich mache 10% Grundschaden mit Nahkampfwaffen, was ganz cool ist. Ich würde aber gerne hier noch was austauschen wollen. Ich würde gerne den... Und zwar so, dass es gleich ist. Ich habe 10% Fallenschaden, ich habe 10% Nahkampfschaden. Was ganz cool ist, weil ich ja doch öfters mal Nahkampf spiele. Und ich habe 15% Waffenschaden. Ich würde aber den Waffenschaden gerne noch umtauschen in Energieschaden, sodass das immer 10% sind. Ja, dann habe ich da einen echt coolen Mix. Damit wäre ich auch super glücklich. Das heißt, wir müssen aber irgendwo einmal Waffenschaden rausnehmen. Entweder hier oder da. Oder. Wo haben wir noch Waffenschaden? Wir haben hier noch was. Dreimal, ja? Genau. So, Nahkampf. Ihr müsst ja mal gucken. Guck mal hier, bei Fähigkeitsschaden sind es immer 3, die du brauchst. Bei Nahkampfschaden sind es immer 3, die du brauchst. Bei Fallenschaden sind es auch 3. Fernkampfschaden sind es auch 3. Also da, wo du Schaden raufballerst, brauchst du immer 3. Ja, brauchst du immer 3 Einheiten. Ich zeig das mal hier ganz kurz in diesem Beispiel. Das heißt, hier mal Waffenschaden, brauchst du 1, 2, 3. Ja. Bei Fallenhaltbarkeit zum Beispiel brauchst du nur 2. Bei
Konditionsbonus brauchst du nur zwei. Ich glaube, was haltet ihr davon, wenn ich dazu echt nochmal ein extra Video mache? Was haltet ihr davon, wenn ich echt nochmal ein extra Video darüber mache? Ich glaube, das wäre ganz cool. Weil da brauche ich jetzt hier nicht, ja? Dann guck mal lieber mal die Helden, die wir hier aus den Opening rausgeballert haben. Könnt ihr mir mal in meine Kommentare schreiben, ob ich da ein extra Video von machen soll? Pass mal auf, ich ratter mal hier die Kategorien durch. So, wir haben jetzt den Sky Trooper Johnsy, ja? Den hatte ich ja bisher auf Episch gehabt. Das heißt, den Epischen kann ich jetzt in eine Sammlung reinschmeißen. Und kriege jetzt sogar noch ein bisschen was aus dem Sammelalbum. So, Sammelbuch Level 111. Sehr nice. Witness-Spezialist haben wir definitiv schon gehabt. Benji hat man schon. Tote Marine haben wir aber hier auch schon. Das heißt, die Tote Marine kann auch ins Sammelalbum. Benji kann auch ins Sammelalbum. So, das waren die Soldaten. Jetzt kommen wir mal zu den Konstrukteuren. Da ist die Auswahl noch ein bisschen kleiner. So, Energiebasis Nox haben wir auf jeden Fall schon. Gepanzerte Penny haben wir auch schon. Kontrolleurin Harper. Kontrolleurin Harper, ich glaube, die habe ich auch schon auf legendär, genau. So, zurückschicken. So, Katzdoktorin Penny. Habe ich die eigentlich schon? Ja, habe ich schon. Okay. Kann also auch ins Sammelalbum. So, Hazard der 13. hat man bisher auch nur auf Episch. Das heißt, ab ins Sammelalbum. Gut, kommen wir mal zu den Ninjas. Haben wir schon? Das heißt, kann in der Sammlung. Alter. Kann man das Sammelalbum mal richtig schön pushen. 112. Ja! Legendäres Treuschatz-Lama. Das machen wir sogar gleich noch auf. Pass auf, das machen wir echt noch gleich auf. Bleib kurz dran, ja. Shuriken-Meisterin Sarah. Die habe ich definitiv noch nicht. Todesklinge Skorpion. Den haben wir auch noch nicht. Das heißt, den können wir sogar einmal in eine Sammlung reinschmeißen. So, Drachenscorch. Die haben wir alle drei, ja? Pass mal auf. Zack, 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 zack. Gut. So, und Entdecker. Schockspezialist AC. Den müssen wir eigentlich schon haben. Haben wir den? Habe ich den echt noch nicht gehabt vorher? Das ist ja der Ladungsmeister. Okay, den hatte ich vorher echt noch nicht. So, den Grizzly-Typen. Vollstrecker, okay. Guck mal hier, ab ins Sammelalbum. So, und die Quinn? Hatte ich auch noch nicht. Okay, cool. Haufen Sachen dazugekommen. So, jetzt kommen wir aber mal, glaube ich, zu dem interessanten Teil, und zwar den Waffen. So, und zwar haben wir hier einmal den Drifter. Wir gucken uns mal den Drifter mal an. Er ist auf Angriffsgeschwindigkeit, Schadensresistenz, Wasser, Einschlag und Schaden gegen leidende Ziele. Okay. Wenn du einen Gegner mit dieser Waffe triffst, steigt deine kritische Trefferwertung 5 Sekunden lang um 6. Kann bis zu 5 Mal gestapelt werden, also quasi 30. Kritische Trefferwertung um 30 erhöht. Eine Keule mit der. Eine mittlere Keule mit ausgewogener Schaden und Tempoverteilung, was zu geringer Einschlagswirkung führt. Okay, klingt ja mal ganz nice. Muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt level. Ist halt eine Keule. Müssen wir mal schauen. Weiß ich echt noch nicht, ehrlich gesagt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal nochmal den Drifter. Warte mal. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier den Häufigkeitsgrad erhöhe, was würde ich denn dazu kriegen? Angriffsgeschwindigkeit. Hier würde die Angriffsgeschwindigkeit hochgehen. Ja, der andere war Trefferwertung, also kritische Trefferwertung. Und hier würde die Angriffsgeschwindigkeit hochgehen, wenn ich den dann aufleveln würde auf legendär. Was die ganze Sache natürlich geil macht, genauso wie den. Das ist ja quasi wie der Motorhammer, ja. Ist halt aber trotzdem, es bleibt eine Keule. Das heißt, Ich bin ganz ehrlich, ja, ich bin ganz ehrlich, ich werde das sowieso nicht hochleveln.
Ich habe den Motorhammer und damit bin ich sowas von glücklich. Das heißt, ich würde den hier in Sammelalbum reinpacken. So, wir gucken mal zum Zweitakter. Was hat denn der Zweitakter Schönes? Er hat Nachladegeschwindigkeit, Crit, er ist Energie, Trefferwertung, Schaden gegen Verlangsamung. Nach 5 Kopfschüssen hintereinander wird der Fernkampfschaden 10 Sekunden lang um 30 erhöht. Was ganz cool ist, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie schnell die Waffe schießen wird. Können uns ja mal die Werte angucken. Schussrate 2,9, ja. Magazingröße 16. Okay. Ein schnellfeuernde Schrotflinte mit Doppelsalm verschießt, die Doppelsalm verschießt, ist besonders effektiv. Okay, okay, okay. Hier haben wir noch den Kurbelschuss, automatisch. Ein automatisches Scharfschützengewehr mit hoher Schussrate. Okay, warte mal, ich gucke mal ganz kurz den Häufigkeitsgrad, wenn ich das verursacht Leitschaden. Verursacht Leitschaden, die Kurbelschuss. Das ist eigentlich eine ganz coole. Ein automatisches Scharfschützengewehr. Das ist schon echt nice, glaube ich. Müsste man jetzt mal in den Test gucken. Ist auch in der Bewegung wirkungsvoll und auf mittlere und große Distanzen geeignet. Okay, werde ich erstmal noch nicht wieder verwerten, also in der Sammlung schmeißen. Das werde ich mal echt aufheben. So, dann haben wir hier einmal den Schwan. Hier gucken wir uns den Schwan einfach mal an, wenn wir den auf legendär ziehen würden. Jeder abgefeuerte Schuss erhöht die Schussrate eine Sekunde lang um 2,6%. Kann zu 15 Mal gestapelt werden. Okay. So. Was haben wir hier für eine Schussrate? Wir haben schon eine Schussrate von 9. Und erhöht die Schussrate um eine Sekunde. Erhöht die Schussrate eine Sekunde lang um 2,6%. Und dennoch zu 15 Mal gestapelt werden. Alter, was ist das denn für ein Ding? Ein Sturmgewehr? Zweimal Rückstoß. Müsste das hier viel umgepirkt werden, glaube ich. Das müsste richtig böse umgepirkt werden. Okay, werde ich einmal behalten. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die aufleveln werde oder ob ich nochmal eine andere ziehen werde. Okay, das hier unten, das können wir alles wieder verwerten. Komm, das machen wir einfach mal. Zack, 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 zack. Mit den Schwanen muss ich mal echt gucken, ob ich diesen behalten werde. Oder ob ich warte, bis ein neuer Schwan da ist. So, gibt ein bisschen Erfahrung. Einige auch mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Okay, ich glaube, jetzt haben wir uns alles angeguckt, oder? Was ich noch gesagt habe, ich wollte ja noch das legendäre Trollschatzlama. Das werden wir noch öffnen. Nein, ich lass dich nicht in Ruhe, du Freundchen, du. Oi, 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 oi. Lass mich in Ruhe. Nein, lass ich nicht. So, weg mit dir. Mal gucken, was wir da ist. Schönes rausholen. Ja. So, noch einen Überlebenden, okay. So, ich erwarte gerade sehr, sehr viel aus diesem schönen Lama. Ein episches Schwert oder eine epische Metallwaffe? Ich tendiere mal zum Schwert. Wutlinge oder Nachthacker? Wutlinge habe ich schon 3-4 Mal, keine Ahnung. Habe ich sogar schon 3-4 Mal aufgehoben bei mir. Weil ich die irgendwann mal leveln wollte. Mal gucken, ob ich es auch noch machen werde. Weiß ich echt schon nicht. Pistole oder Schrotflinte? Komm, wir nehmen mal Schrotflinte. Bei Strecker, okay, den haben wir auch schon. Granatwerfer auf legendär haben wir auch schon. Oh, ein mystischer Überlebender. Nice. Nice. Ich glaube, dieses Zeichen habe ich noch gar nicht großartig. Naja, gut. Das ist ja eine andere Geschichte. Warte mal, der kann weg. Ich will das nur mal ganz kurz aussortieren. Ja? So, zack, 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 zack. Werde ich einmal behalten. Die werde ich mir in ganzer Ruhe angucken. Jeff Jobs. Oh, Sobs. So. Waffentechnisch. Granatwerfer. Genau, den haben wir schon 2 Mal. Müssen wir mal gucken, was macht ein Schaden verlangsamt? Verlangsamt ist, glaube ich, beim Granatwerfer gar nicht mal so schlecht. Hier müsste ich zwar weniger umpirken wahrscheinlich. Schaden, Magazingröße, Hier müsste ich sehr viel mehr umpirken, ja. Wollen wir den Granatwerfer mit Leitschaden behalten?
Weil dann könnte ich den hier mal in eine Sammlung reinschmeißen. Machen wir auch. Na? So, ah, gut, alles klar. Alles klar, guck mal, hier haben wir auch noch den stechischen Dritten. Das heißt, die können wir auch theoretisch mal beide... warte mal, haben wir die schon in der Sammlung? Ja. Okay, dann hau ich sie beide jetzt weg. Und hier genauso wie die beide. Na? So, weg damit. Juti, ich glaube, jetzt haben wir alles. Okay, das war doch mal ein ganz cooles Opening. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, tschüss!